Fünf Wochen lang bietet das Museum für Naturkunde im Herbst einen Blick auf die vielen Facetten der Bioökonomie. In Kooperation mit der Informationsplattform bioökonomie.de bespielt das Museum das eigene Experimentierfeld mit der Ausstellung Natur Futur. Sie können hier diese tolle Ausstellung sehen. Sie können sich hier begeistern lassen, was Natur in der Zukunft für Sie bereitstellt. Gleichzeitig können Sie aber auch an den spannenden Führungen in der Stadt teilnehmen, wo Sie sehen können, was Bioökonomie im Stadtraum bedeutet. Und wenn Sie dann noch Zeit haben, würden wir gerne von Ihnen lernen, wie Sie darüber denken, sodass wir es das nächste Mal zusammen mit dem BMBF noch besser machen können. Zahlreiche Besucher und Besucherinnen nutzen die Gelegenheit, in die Welt des nachhaltigen Wirtschaftens einzutauchen und neue Entwicklungen in Forschung, Industrie und Gesellschaft kennenzulernen. Dabei haben Beispiele aus der abstrakten Wissenschaft ebenso Raum wie Fragen des täglichen Konsums. Was wir mit unserer Ausstellung versuchen, ist, dieses relativ abstrakte Thema Bioökonomie und auch die Forschung, die vor allem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierte Forschung, die dahinter steht, greifbarer zu machen. Direkt am Eingang des Experimentierfeldes wartet ein Tisch voller Leckereien für einen nachhaltigen Speiseplan. Was wir essen und wie unsere Lebensmittel hergestellt werden, könnte sich in Zukunft stark verändern. Etwa mit alternativen Proteinen aus selbstgezüchteten Pilzen oder Hähnchenschenkeln aus dem 3D-Drucker. Einen Schritt weiter zeigen Prototypen aus Spargelresten und Wurzelgeflecht, wie die nachhaltige Mode von morgen aussehen könnte. Erste Firmen gehen mit innovativen Materialien und Produktionsprozessen schon heute in Serie. Etwa mit Taschen aus Apfelresten oder Schuhen aus Kaktusleder. Wir haben versucht, ganz unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Also wir haben ja die Infotafeln. Natürlich liest nicht jeder Museumsbesucher oder Besucherin Texte durch. Aber da finden sich natürlich Leute davor. Viele Kinder werden von einem Lego-Exponat angezogen. Also das ist ein Modell, Lego-Modell von einer Bioraffinerie. Was wir hier sehen, ist, wie man ausgehend von Holz, Chemikalien und Kraftstoffe herstellen kann. Was wir noch sehen können, ist unsere Pilotanlage in Aachen, wo wir schon Teile dieses Modells in Realität stehen haben. Hier zum Beispiel die Einheit der Fermentation. Ideen für eine grüne Stadt der Zukunft gibt die Ausstellung ebenfalls und stellt etwa Pilzmyzel und Flachs als nachhaltige Baustoffe vor. Wo so viele Menschen zusammenkommen, dass man sich überlegt, wie das in Zukunft sich gestaltet, also wie sich die Stadtplanung zum Beispiel gestaltet, wie kriegt man so viele Menschen unter, ohne die Natur wirklich zu benachteiligen oder wie kann man die Natur da irgendwie mit einbinden. Was ich persönlich sehr spannend finde, sind Modelle von so einer Stadt in der Zukunft, was man da vielleicht auch alles tun kann, um Gebäude ökologischer zu machen, Mobilität ökologischer zu machen und all diese Bereiche damit reinzunehmen. Und da finde ich diese Ausstellung schon einen sehr, sehr tollen Anreiz dafür. Ein interaktives Augmented Reality Exponat fasst die unterschiedlichen Themenbereiche der Ausstellung zusammen und macht die bioökonomische Stadt von morgen virtuell erlebbar. Sehr viele verschiedene Disziplinen müssen zusammenarbeiten, damit so ein komplexes Thema wie Bioökonomie funktionieren kann. Und deswegen ist so ein Exponat besonders hilfreich. Es ist ganz wichtig bei jeder Politik oder jeder Innovation, dass der Nutzer so früh wie möglich einbezogen wird und Feedback geben kann darüber, was erforscht werden muss. Wichtig ist sowohl dem Museum als auch dem Projekt bioökonomie.de, dass die Besucher und Besucherinnen der Ausstellung nicht nur passiv zuschauen. Das Experimentierfeld des Museums ist ein Ort der Teilhabe. Eine Umfrage bietet die Möglichkeit, die eigenen Ideen aufzuschreiben und weiterzugeben. Etwa 400 Karten landen am Ende der Ausstellung im Briefkasten. Zudem werden Botschaften direkt an die Natur gesendet. Die Teilhabe von Besuchenden der Ausstellung ist für uns ein integraler Bestandteil. Es bedeutet für uns, dass wir all die Informationen, die wir von den Teilnehmenden dieser Ausstellung erhalten, uns anschauen werden und in eine Publikation gießen werden. Das heißt, die Leute, die hierher kommen, sind Teil auch eines wissenschaftlichen Prozesses, der diese Ausstellung als Klammer nimmt.
Zum Mitmachen regt auch das abwechslungsreiche Begleitprogramm an. In Workshops färben die Teilnehmenden Textilien mit natürlichen Stoffen wie Algen und lernen, wie Gemüse und Obst durch Fermentation haltbar gemacht wird. Am Ende auch zu einem Käse zu kommen, zu einem Produkt. Experten aus diversen Feldern diskutieren in unterschiedlichen Talkformaten die Herausforderungen der Zukunft und stellen Lösungsansätze aus der Bioökonomie vor. Sollten wir hier aus Umweltsicht erst sozusagen die Vision hinter Biotech's Future. Mit der Aktion Frag den Rat laden auch die Mitglieder des Bioökonomierats zur Diskussion ein. Wir müssen noch viel stärker auf die Gesellschaft und auf die einzelnen Menschen zugehen. Und deswegen ist eine Ausstellung wie diese und eine Führung hervorragend geeignet, genau das zu tun, nämlich viele Menschen abzuholen, die unterschiedliche Begrifflichkeiten im Rahmen der Bioökonomie kennen, aber es nicht so richtig zusammenbringen können, wie das alles als Querschnitt funktioniert. Die Exponate bieten Anlass zum Austausch der Ratsmitglieder mit den Besuchern und Besucherinnen der Ausstellung. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, etwas anderes zu machen. In der letzten Ausstellungswoche und zum Ende des Wissenschaftsjahres 2020-2021 besucht auch Bundesforschungsministerin Anja Karliczek Natur Futur. Linienrinde. Wir haben hier auf dieser Seite vor allem Prototypen von jungen Wissenschaftlerinnen. Gemeinsam wird auf 2 Jahre im Namen der Bioökonomie zurückgeschaut, aber auch über Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte diskutiert. Wir müssen die Leute da abholen, wo sie sind und müssen im Grunde auf die Fragen eingehen, die sie haben. Mir war es wichtig, dass wir möglichst breit in die Fläche gehen, dass wir möglichst viele unterschiedliche Formate auch finden, um möglichst viele Menschen zu begeistern. Alles, was Innovation bedeutet, braucht die Akzeptanz der Gesellschaft. Und wir sehen, gerade auch wenn sehr innovative Dinge erst in die Gesellschaft kommen, dann haben sie oft eine lange Anlaufphase. Und mein Wunsch ist es, dass dieses Wissenschaftsjahr diese Anlaufphase ein klein wenig verkürzt, indem es diesen Kontakt zur Gesellschaft früh aufnimmt. Und je eher die Gesellschaft fasziniert ist, wird sie diese neuen Dinge annehmen, wird sie diese neuen Dinge dann in die Breite bringen. Und wenn die Nachfrage da ist, dann wird auch Angebot geschaffen werden. Wir sind 2 Forstwissenschaftler an der Universität Freiburg. Unserer erdölverbrauchenden Industrie. Ob in dem Essen, das wir zu uns nehmen. Im Schmelzprozess hinter mir solche Fasern. Die Möglichkeit geben, selber Pilze zu züchten. Von Nahrungsmitteln. Neue Ideen, die für Begeisterung sorgen, gibt es viele. Das zeigt auch der Hochschulwettbewerb des Wissenschaftsjahres. Die innovativsten Kommunikationsprojekte werden auf der Abschlussveranstaltung ausgezeichnet. Vielen herzlichen Dank. Ja, so sehen glückliche Gewinner aus. Die Ausstellung und das Wissenschaftsjahr 2020-2021 gehen nun zu Ende. Doch für die Bioökonomie ist noch längst nicht Schluss. Viele Ideen für ein nachhaltiges Wirtschaften stehen gerade am Anfang und warten darauf, unser Leben in Zukunft zu verändern. Bioökonomie.de wird auch 2022 mit dabei sein und über die neuesten Entwicklungen berichten.